Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Uranium, der Nuzlocke Challenge. Wir sind beim letzten Mal hier auf der Route 14 stehen geblieben und sind immer noch auf dem Weg zum Tsukinami Village, das gar nicht mehr so weit zu entfernt sein scheint. Also wir sind fast da, sind endlich am Ziel angekommen. Aber vorher, bevor wir weiter surfen, haben wir hier am Ende des letzten Partes hier diese kleine einsame Insel gefunden. Aber abgesehen von einem Item und ein bisschen hohes Gras scheint es hier nicht viel zu geben. Und da unser Schutz gerade ausläuft, würde ich vorschlagen, wir können zwar auf dieser Route kein Pokémon fangen, aber mich würde interessieren, was man hier so hätte fangen können. Zum Beispiel ein Kararalm. Wobei, das wäre natürlich auch die Dupes Claws gewesen, denn die Vorentwicklung von Kararalm, dessen Name mir gerade entfallen ist, haben wir natürlich schon gefangen. Auf Level 42. Okay. Sind also so ein bisschen unter unserem Level. Gut, aber wir sammeln mal das Item ein. Das ist die TM58. Yay. Das ist nämlich die TM-Ausdauer. Die werde ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit keinen unserer Pokémon beibringen. So, aber ich würde trotzdem noch gerne wissen, zumindest ein anderes wildes Pokémon möchte ich hier noch mir eben gerne anschauen, was wir hier hätten noch fangen können. Bis auf Kararalm. Oder ist das eine Kararalm-Insel? Wer weiß, vielleicht dieses Grasfeld, in dem wir gerade laufen. Vielleicht sind das alles diese Grasbüschel auf dem Rücken von Kararalm. Nein, definitiv nicht, denn hier hätten wir uns auch ein Zwibbone fangen können. Das ist, glaube ich, sowas wie ein, oder sowas wie das Signature-Pokémon der Piraten, gegen die wir beim letzten Mal ja auch gekämpft haben. Genauer gesagt haben wir gegen zwei Piraten gekämpft, in einem Doppelkampf. Aber auch dank der Mithilfe unseres Ninja-Clans konnten wir sie am Ende in die Flucht schlagen. Und apropos Ninjas, dieses Dorf, das wir jetzt demnächst erreichen werden, ist sowas wie, ja, der Heimatort des Ninja-Clans. Mal gucken, was uns dort noch so erwarten wird. Jetzt werden wir erstmal einen neuen Superschutz anwerfen, der mir so langsam aber sicher ausgeht. Aber wie schon gesagt, der Weg dürfte jetzt nicht mehr so weit sein bis zum Tsukinami Village. Denn ich glaube, wir müssen nur noch ein bisschen. Jo, der Weg war tatsächlich nicht mehr weit. Gut, das hätte ich auch noch im letzten Part irgendwie noch machen können. Ich wusste nicht, dass das Dorf jetzt so dicht in der Nähe ist. Aber okay, dann sind wir jetzt also angekommen im Tsukinami Village. Und hier könnten wir uns theoretisch ja noch ein Pokémon fangen. Können wir hier angeln? Ich will mal probieren, die Super-Super-Angel auszuwerfen. Die Super Road. Ach, die habe ich auch auf Kurzball-Taste. Da war ja was. Egal, wir probieren es mal so. Können wir hier angeln? Kein Knabbern. Probieren wir es noch einmal. Bin mir selber gerade unsicher, ob man hier wirklich überhaupt ein Pokémon angeln kann. Ich glaube, wenn wir hier noch ein bisschen rumsurfen, sobald der Schutz ausgelaufen ist, können wir hier auch keine Pokémon fangen. Egal, probieren wir vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt. Naja, jetzt läuft der Schutz natürlich aus. Werden wir jetzt erstmal nicht erneuern. Oder wartet mal, ging es da noch ein bisschen weiter? Ich glaube, nein, da ging es auch nicht weiter. Gut, dann jetzt aber mit ein bisschen Verzögerung habe ich mich gerade verjagt. Willkommen im Tsukinami Village. You have arrived. It is as we were told. You're welcome to our village. When you're ready, the master awaits you in this dojo. Okay, vielen Dank für die Info. Aber ich dachte, sind wir nicht der Master? Wir sind doch der Meister des Ninja-Clans. Okay, der wahre Meister erwartet uns also im Dojo. Und man sieht's schon und man hört schon. Es ist so leicht asiatisch angehaucht, dieses Dorf. Hallihallo. This village exists as a symbol of harmony between our people. We came together to build this as a sign of peace after hundreds of years of war. Oh, diese Stadt ist also ein Zeichen des Friedens. Finde ich irgendwie schön. The bright shining moon reflected by ocean waves. Tsukinami Village.
Finde ich auf jeden Fall ein schöner Slogan. Und guck mal, diese Statue. Statue of the Mighty Daikatuna. Ach, Spiel, willst du mir wieder ein Dolch ins Herz rammen? Wir erinnern uns, unser letztes Opfer war ja Daikatuna, unser Keim. Ist leider im Kampf gestorben. Okay, bevor wir uns hier im Dorf noch ein bisschen weiter umschauen, erstmal unser üblicher Gang ins Pokémon Center, um unser Team natürlich wieder voll zu heilen. Im letzten Part hatten wir ja mal ausnahmsweise kein Pokémon verloren, obwohl wir einige harte Kämpfe zu überstanden hatten. Aber unser Team ist noch komplett und beisammen. They say only those who have mastered all the ninja techniques can train the secret Pokémon of Tsukinami. I gotta catch it, if I want to catch them all. Ach, noch so ein super Ass-Trainer, der sich zum Ziel gesetzt hat, einfach alle Pokémon zu fangen. Das ist ein ganz, ganz originelles Ziel. Du bist mein absoluter Lieblings-Ass-Trainer. Herzlichen Glückwunsch. So, was machst du hier? East Indoors, one nuclear power plant is across the sea to the rest. It's the last one that's still standing in Tendor. Ja, die anderen beiden haben wir ja schon miterlebt, sind einer Kernschmelze zum Opfer gefallen. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch beim letzten Atomkraftwerk etwas passiert, oder? The Legend Museum to the Northwest has all sorts of interesting things for a ruined maniac like me. All kinds of ancient myths and stuff. Okay, hier gibt es also sogar auch ein Museum. Den werden wir also auch einen Besuch abstatten. Sieht so aus, als würden wir hier einiges zum Erkunden haben. Hallo, alter Mann. This village holds the biggest shrine to the gods in all of Tendor. It also serves as his town's Pokémon Gym. Alles klar. Ach, und guck mal, das ist doch ein nicer Spot. Wer würde hier in der Pokémon-Welt hier leben? Das wäre doch bestimmt ein schöner Dating-Spot, oder? There is nothing like watching the serenity of the ocean at night. The gentle reflection of the moon and stars. It soothes this old soul. Oh, wer ist hier alt? Gut, wenn wir schon mal hier beim Pokémon-Markt sind, kaufe ich mal eben ein paar Superschutz ein, die es hier bestimmt zum Kaufen gibt. Ja, sonst wäre ich auch stark enttäuscht gewesen. Kaufe ich gleich mal 30 Stück, 15.000. Wir haben immer noch 270.000 Poké-Dollar gehabt, jetzt noch 254.000. Ach stimmt, wir waren ja letztens noch in Bill Beach City und haben uns ein paar TMs gekauft. Ich erinnere mich. All I need is this badge and then I'm ready to face the Pokémon League. This gym is really tough. Woher weißt du das, wenn du die noch nicht herausgefordert hast? Oder hast du bereits einmal gegen die Arena verloren? Du Loser! Ich sollte das nicht zu laut sagen. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, die Arena könnte uns auch vor Probleme stellen. Bin mal gespannt, gegen was für Pokémon wir dort kämpfen müssen. There are so many different fighting styles practiced here. I have years of training ahead of me, if I want to master them all. Na, dann fang mal an. Und noch eine Daikatuna-Statue. Und das scheint das Dojo zu sein. Da gehen wir mal noch nicht hin. Ich glaube, da müssen wir storytechnisch sogar einmal kurz vorbeischauen. So ein bisschen am Rande des Dorfes gelegen. I'm training to be a Ninja Master. I've already developed my own technique. Ninja Spitball. Oh, eh. Hat er uns jetzt angespuckt? Dann spucke ich dir ins Gesicht zurück. Rotzlöffel. Okay, alles klar. Und hier haben wir schon wieder so ein Dojo-Zelt-ähnliches Gebäude. Und das hier sieht irgendwie nach einem Pokémon-Supermarkt aus. Rare Foods and Treasures from as far as the wind blows. You can buy them here. Okay, also diese kleinen philosophischen Sätze passen hier irgendwie ganz cool hierher, ganz gut hierher. Aber was ist denn das für ein Pokémon? Statue of the Great Yatagaryu. Okay. Und wer bist du? Du siehst besonders aus. Du hast einen weißen Ninja-Anzug. That statue depicts the Pokémon Yatagaryu. It is rare and secret to the Ninja Clans.
only the proven are allowed to train them. They say Yatagayu has the power to summon thunderstorms at will. That's why it is called the Storm Ringer Pokémon. Okay. Hat irgendwie was? Das scheint auf jeden Fall eine Art Zapdos-Verschnitt zu sein. Da ist bestimmt der Elektrotyp mit drin. Und wer weiß, vielleicht sind wir ja eines Tages in der Lage, oder sind wir erlaubt, so ein Pokémon zu trainieren. Wer weiß, wer weiß. So, was hast du zu verkaufen? Hallo, hallo, I so rare delicious from all over the world. Welcome, how may I serve you? So, was verkaufst du denn? Du verkaufst diese besonderen lokalen Spezialitäten. Karottenwein könnte ich mir vielleicht sogar ein bisschen was holen. Halt immerhin 100 HP und alle Statusveränderungen. Kaufen wir mal 8 Stück, denn die Kohle haben wir ja momentan. Und Lava Cookies hat ja denselben Effekt wie ein Hyperheiler, kosten allerdings nur 200. Wisst ihr was, auch da kaufen wir einfach mal 5 Stück. Denn damit könnten wir unserem Pokémon auch noch ein kleines Leckerli und damit einen kleinen Gefallen tun, eventuell. So, was verkaufst du? Hiya, I see you are a trainer. I sell items to give your Pokémon an edge in battle. Okay, also Items zum Tragen. Okay. Das würde ich mir auch in regulären Pokémon-Spielen wünschen. Der verkauft einfach mal ein Walband, ein Walschal und ein Walglas. Für 15.000 nur. Fokusgurt können wir uns auch kaufen. Expertengurt können wir uns auch kaufen. Haben wir zwar Live-Orb, ein Brandorb, Toxip-Orb, Scope-Linse haben wir schon. Zoom-Linse, okay, die unteren Items sind nicht so interessant. Aber what the fuck? Also für den späteren Verlauf, so spätestens wenn wir in der Pokémon-Liga sind, wisst ihr was, wir kaufen uns einfach mal jeweils ein Stück. Erstmal ein Walband, ein Walschal. Spätestens in der Pokémon-Liga werden wir die sehr, sehr gut gebrauchen können. Und auch ein Walglas. Und ich denke auch, Fokus gut 14.000. An item to be held by a Pokémon. Endure Potion K.O. Oh. An item to. Mein Problem ist immer, ich verwechsel das Fokusband mit dem Fokusgurt. Ich glaube, dass der Fokusgurt. Der ist doch zu 100%. Wenn wir bei voller HP sind, dann halten wir einen Schlag zu 100% aus. Und ich glaube, beim Fokusband war es eben nicht. Genau, da steht ja. May. Endure a potential K.O. Attack. Okay, dann ist das Fokusband auf jeden Fall das bessere Item. Und davon kaufe ich auch einfach mal gleich 3 Stück. Denn der Nachteil bei diesem Item ist, wenn wir ihn einmal benutzt haben, wird er auch aufgebraucht im Gegensatz zu den anderen Items. Und wisst ihr was, den Lebenorb können wir auch gleich mal kaufen. 20.000. Ach, wir haben schon einen. Tatsächlich. Okay, wir haben schon ein Leben Orb. Gut, dann brauchen wir nicht unbedingt noch einen zweiten. So, Tsukinami Holy Temple and Pokémon Gym. Da gehen wir ganz zum Schluss hin. Vorher sammeln wir noch das Item. TM98 Last Resort. Ist das Heimzahlung zu Deutsch? TM98. This move can be used only after the user has used all the... use all the other moves it knows in the battle. Wie ist der deutsche Name der Attacke noch? Zuflucht? Ich glaube, Zuflucht ist der deutsche Name. Ist eine normale Attacke, die zwar eine gute Grundstärke hat, allerdings erst eingesetzt werden kann, wenn alle anderen Attacken, die das Pokémon beherrscht, eingesetzt hat. Werden wir wahrscheinlich auch nicht unbedingt jemanden unserer Pokémon beibringen. Are you a Pokémon Collector? Surely you are searching to capture them all, yes? These items will help you with that. Naja, wir spielen eine Nuzlocke. Das ist nicht unsere primäre Aufgabe, aber was hast du denn? Pokebälle natürlich. Ein Liebesball, ein Köderball. Oh, cool. Oh, da fühle ich mich jetzt so ein bisschen an Pokémon Gold und Silber zurückerinnert. Das waren noch die ganzen Pokebälle, die man dort
aus Aprikoko herstellen konnte, oder? Levelball, Schnellball, Mondball, Speerball. Oh, wie cool. Aber gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu kaufen. Wir haben noch genügend andere Pokebälle, die ihren Sinn auch erfüllen. Und hier links scheint der Ninja-Teil des Dorfes zu sein. Was habt ihr denn zu sagen zu eurem Master? At any given moment in this village, there are at least 10 Ninja around. You just can't see us most of the time. Scary! So, und das sind bestimmt eure Häuser. Holy shit. Okay. Er hat nicht gelogen. Anscheinend scheinen hier immer mindestens 4 Ninjas oder 10 Ninjas im Dorf zu sein. I am the one that is called Junin. I attack by throwing Freenai like knives. Okay. Ich glaube, ihr vier wart wahrscheinlich die uns vorhin beim letzten Mal gegen die Piraten unterstützt haben, oder? Ich glaube schon. Wisman's name is Junin. I ride the waves as swiftly as the wind. Okay. I'm Junin. The Pokemon Sidene is my secret weapon. Mhm. Und du bist? Hello, I'm Ronin. The Rave Clan is like my family. Okay, viel zu sagen habt ihr allerdings nicht. Und bist du der Master von den Vieren hier? So, you have arrived to see me at my very lowest point. Stricken me by shameful defeat. So easily overcome by a child. Ach so, das war der Ex-Master, den wir zuvor schon mal geschlagen haben. Ich verstehe. I cannot show my face outside my village until I have mastered the six sacred arts under Grandmaster Yoshitaka. But so long as his ace disciples are scattered to the winds, my training remains incomplete. I must grow stronger. You and I will have our fated rematch. One day. Oh, Gott sei Dank nicht jetzt. Alles klar. Meinetwegen, irgendwann bekommst du dein Rematch, aber nicht jetzt. Und nicht hier. Okay, was läufst du hier die ganze Zeit rum? Trainierst du für einen Marathon? Why do we wear black all the time? Well, because it's cool, dude. Plus you can't tell when it's get dirty. Ja, das ist natürlich der perfekte Grund, warum man schwarze Kleidung tragen sollte. Oh, was ist das? Ihr seid nicht wie Ninjas aus. Oder seid ihr nur verkleidet? I'm of the Tsuki Clan, and my wife is of Clan Nami. If not for the example set forth by our leaders Hinata and Kaito, a love as such as ours could never have happened. I guess it goes to show how powerful love can be. Also ist das so eine Art Romeo und Julia Geschichte hier? Dass zwei Familien durch Liebe zueinander gefunden haben und schon wieder auf einmal ein Handyanruf. Ich erschrecke mich jedes Mal, immer zu den unpassendsten Zeitpunkten. Soppala. So. How I'm to describe the Supreme Leaders? Well, to put it simply, they are spiritual, political and historical foundation of Tsukinami. Without them we would not know peace. They are truly blessed by the gods. Okay. Also hier in diesem Dorf scheint auch viel Geschichte, Tradition und Politik eine Rolle zu spielen. Princess Hinata is bright like the sun. We bow our heads to shield our eyes from her radiance. Ja, was ich davon halten soll, weiß ich allerdings jetzt nicht so richtig. So, was macht ihr beiden hier noch? The Temple of Ages and Mutius is the biggest building in our village. It was erected to signal the end of the war that lasted more than 100 years. Since the temple is also a gym, all battles inside are secret rituals. Und einfach mal so eine Frage am Rande, warum müssen in vielen Anime und Videospielen Kriege immer exakt 100 Jahre dauern? Das ist mir schon letztens aufgefallen. Es ist immer von einem 100-jährigen Krieg die Rede, oder ganz häufig zumindest. You are a trainer, right? Then you should know, Kaito and Hinata are the gym leaders of Tsukinami. They don't use any particular type, but they're famous night and day. Oh, okay. Also die beiden, ich nenne es mal Stadtführer, Stammesführer,
in diesem Dorf benutzen keinen bestimmten Typ. Und vor allem, wir haben jetzt gerade erfahren, es gibt zwei Arena-Leiter. Das erstmal zuallererst. Aber beide benutzen also keinen bestimmten Typen, sondern ihr Namens-Theme ist Tag und Nacht. Also die werden wahrscheinlich sehr unterschiedlich zu Werke gehen. Was ist das hier? Schauen wir uns doch gleich noch an. Das scheint das Museum zu sein. We ninjas are working on our image. The whole mysterious and deadly thing doesn't make for great PR. Ja, das ist wohl wahr. Gut. Bevor wir ins Museum gehen, was ist hier noch? Was sind das hier überhaupt für... Ja, Bilder kann man nicht sagen. Für Poster, die da an den Wänden hängen. Ich habe keine Ahnung. My house has many extra rooms, so I converted it to a hotel. Please be respectful of our guests. Okay, können wir hier auch ein Zimmer nehmen? Wenn das hier schon ein Hotel ist, aber... Ja, halt sehr, sehr asiatisch alles eingerichtet hier. Aber was sind das hier für Poster? Heina? My daughter is obsessed with collecting toys of the Pokémon Minicorn. It's her dream to see one in real life. If you showed it to her, I'm sure she would be overjoyed. Wie heißt das Pokémon? Minicorn. Nee, das haben wir definitiv noch nicht gesehen. Und sollten wir mal irgendwann die Gelegenheit haben, eins zu fangen, können wir ihr das also zeigen. Minicorn! I want to see a Minicorn! Have you got a Minicorn? Nein. Tut mir leid. What's the point of being a trainer if you don't get your cute Pokémon? Ach, ja, Cuteness ist eben nicht everything, nicht wahr? What the fuck? Du bist jetzt nicht die, für die ich dich halte, oder? Ich hab ihren Namen vergessen. Pokémon Schwarz und Weiß. Die dort das Boxensystem erfunden hat und das mit der Dream World in die Wege geleitet hat. Irgendwas mit R. Bist du das? Okay, ich glaube, ihr deutscher Name war auf jeden Fall anders als der englische. Oh, hello there. I'm Fennel, a scientist from the Unova region. Ja, das ist sie mit ihrem Sonivora? Oder so ähnlich. Ich habe auch den Namen des Pokémon gerade nicht drauf. Das einfach aussieht wie ein Embryo. Eins der hässlichsten Pokémon-Designs, die man hätte erfinden können. Aber gut. I decided to come here on vacation, since this region has an interesting and unique culture. And this is Dream, my Mushana. Oh Gott, und das trägt den Spitznamen Dream. Oh, Kreativität for the win. I specialize in research on Pokémon Dreams. Ja, das ist sie definitiv. I even have built a device called a Dream Visualizer. Using Mushana's power, I can look inside the dreams of Pokémon. It truly is fascinating. Können wir das hier in Anspruch nehmen? Hä? You are saying there's a little girl in Winnie's City who's trapped in a dream? Oh, stimmt. Ich glaube, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt komplett vergessen. Erinnert ihr euch noch an Venice City? Da war tatsächlich dieses eine Mädchen. Da war immer im Haus von ihren Eltern. So eine ähnliche Geschichte wie damals in Pokémon Platin. Wo das Kind in einem Albtraum von Darkrai gefangen war. Stimmt. Und ich glaube, so eine ähnliche Geschichte gibt es hier auch. Aber vielleicht kann sie uns da jetzt helfen. That's a little outside my expertise. I mostly specialize in Pokémon Dreams. Still, there must be something I can do to help. Okay, I've made up my mind. I'm going to Venice City and see if I can help this girl. After all, what's the point of science if it can't make people's life better? I will see you there, I hope. Alles klar. Okay, dann haben wir hier so ein kleines Event getriggert. Cool. Dann sollten wir bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal nach Venice City zurückkehren, um zu schauen, ob sie wirklich helfen kann.
Der Typ da oben links. Ist das Professor Lind? Was geht zur Hölle in diesem Haus hier ab? Also Pokémon Special Attack Move Tutor. Oh! I know every special attack based move that a Pokémon can learn using ancient secrets. If you have 4 blue shards, I may be able to teach your Pokémon a new move. Oh, wir müssen Scherben sammeln. Oh, und wir haben noch keine einzige. Warte mal, kann man hier gucken, was für Attacken er einem beibringen kann? Nee, anscheinend nicht. Wir müssen erstmal Scherben sammeln. Oh, wie cool ist das denn? I'm the Pokémon Physical Attack Move Tutor. I know every physical attack based move that a Pokémon can learn using ancient secrets. If you have 4 red shards, I may be able to teach your Pokémon a new move. Oh, hier sind Pokémon Tutoren, die uns neue super auch starke Attacken beibringen können. Aber dazu müssen wir Scherben sammeln. Und das hatte ich offscreen schon nachgeschaut. Scherben kann man am besten sammeln unter Wasser, indem wir Korallen zerstören. Und ich glaube, das muss ich offscreen demnächst mal ein bisschen machen, damit wir ein paar Shards bekommen. Debuff-Move-Tutor ist er hier. Er braucht grüne Shards. Und du brauchst dementsprechend wahrscheinlich gelbe Shards, ne? Buff-Move-Tutor, okay. Ja, und er braucht viel gelbe. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das ist doch der Sprite von Professor Lind aus Pokémon Gold und Silber, oder? Interessant. Also das Haus, das Hotel müssen wir uns auf jeden Fall merken. Das Dorf hier hat wirklich eine ganze Menge interessanter Orte. Das ist das Museum, nehme ich an. Legend Museum. Treasures and Artifacts of Cultures Long Ago. Ich will sagen, das schauen wir uns in diesem Part noch an und dann müssen wir so langsam schon wieder zum Ende kommen. Holy shit. Hello and welcome to Tsukinami's Museum of Legends. Here we are dedicated to preserving the history and culture of civilizations of Tendor long past. Would you like to view our collection? Wir müssen auch noch Geld dafür blechen, aber okay, 150 Poké-Dollar, das können wir locker stemmen. Welcome, we hope you enjoy. Vielen Dank. Dann gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Was ist denn das für ein kleines Ruderboot? Model of a Nami-Clan Longship. To control the seas and islands around the region, the clans needed a powerful armada. These ships were packed with cutting-edge technology and weapons. They all harbored armies of battle Pokémon equipped for ocean warfare. Okay. It used to be that no one could challenge the clans for dominance over the sea. Sure, it was a time of violent war, but they also made sure that merchants had safe passage. Now that the clans are gone, they are pirates everywhere. Ja, ein Problem gelöst, folgt direkt das nächste. Please don't touch the exhibits! Many of them are priceless antiques! Ja, wir fassen hier schon nichts an. So, was ist das hier für ein Bild? Oh, eine Karte. Map of Tendor, 200 years ago. Tendor was ruled by a feudal system of government with constant battles between Tsuki and Nami over territory. Ah, okay, jetzt... Tsukinami, jetzt check ich auch, warum das Dorf Tsukinami heißt. Alles klar. Tsuki ruled much of the mainland and West Tendor, while Nami controlled the islands in the east. The kings of these clans demanded taxes from the peoples under their rule. However, these rulers were also known to be patrons of the arts. This is how the tradition of theater began in what is now Venice City. Okay, interessant. Hier lernen wir also auch ein bisschen was über die Geschichte von Tendor. Finde ich sehr cool. I can't believe the Venice Theater is over 200 years old. Well, it's no surprise when that they had such traditional views. Still, it's great to see the modern generation bring fresh innovation. Oh yeah. Oh, und hier sind ein paar Waffen an der Wand. Traditional weapons used in warfare between the ninja clans. This spear was made from a metal ink's tail. What the fuck?
In Pokémon Gold und Silber haben sie Phlegmons ihre Routen abgetrennt, um die abzufrühstücken, um sie zu verspeisen. Und hier trennen sie von einem Metallinks ihren Schwanz ab und das als Waffen zu benutzen. Alter, was leben für barbarische Menschen in der Pokémon-Welt? It is thought that poaching for use in weapons and armor is why Metallinks are so rare in Tendor today. Unser Metallinks, unser Happy, wird allerdings diesem Schicksal niemals zu Opfer fallen. Ganz sicher nicht. Under the old kings, only the nobility were allowed to raise Pokémon. Any peasant who was caught training Pokémon was thrown in jail or sentenced to death. I can't even imagine what life without Pokémon would be. Also, krasse Axt. Vor 200 Jahren durften nur die feinen Adeligen Pokémon trainieren. Sollte jemand, der nicht adelig war, dabei erwischt worden sein, ein Pokémon zu trainieren oder sich nur mit ihm abzugeben, wurde er sofort zu Tode gerichtet. Alter Walter. Traditional War Helmets of Tsuki and Nami Clans. Helmets were often made to resemble Pokémon such as Luchabra. These were used in battle to give the wearer an intimidating look. Okay. Naja, also ähnlich wie im wahren Leben. Abgesehen vom Kopfschutz sollen Helme natürlich auch ein bisschen dazu beitragen, den Gegner vielleicht ein bisschen einzuschüchtern. What do you think happened to the people who lived in the Bakel Rainforest? Do you think they just disappeared? Was haben wir denn hier? Stone Carving by Indigenous Bakel Tribes. Okay. Not very much is known about the indigenous groups that lived in the Bakel Rainforest. They predate the Tsuki and Nami civilization by 300 years. However, they vanished from the region due to unknown reasons around 400 years ago. All we know about them was learned from observing the artifacts and ruins they left behind. Okay. Auch interessant. Eine verschwundene Zivilisation. Mann, wir lernen hier eine ganze Menge. Und hier sind noch vier Pokémon-Statuen. Holy shit. Man, I really want a Yatagayo. Where can I catch one? Ich hab keine Ahnung. Yatagayo, the Stormbringer Pokémon. This rare Pokémon is secret to the Ninja Clans. It can summon storms at will. It is often depicted fighting with Codeliff. Okay. Wer oder was auch immer Codeliff ist? Gentle, protective, yet so powerful. The perfect Pokémon. Das hier? Leishor, the Earthshaker Pokémon. This Pokémon struck fear into early Tendorians by causing earthquakes with its massive tails. One particularly fearsome one was called the Beast of 1000 Horns by locals. Okay, auch interessant. You want to know how to catch Aetius and Meteos? Ah, listen, if you heard of the Pokémon Ho-Oh and Lugia, Latias and Latias, Cinereus in Illithar, Reshiram in Zekrom. Ja, das sind halt die legendären Pokémon der Vorgänger-Edition. Those are all aspects of the two great spirits. Don't believe me? Ask the gym leaders Hinata and Kaito. Oder Kaito? Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Egal, they are the mortal avatars of the gods after all. Okay. Und das sind also diese Gottheiten? Tatsächlich. Aetius and Meteos. The Gods of Tendor. So sehen sie also aus. Wir haben schon häufiger was über die Pokémon gehört, aber gesehen haben wir sie noch nicht. So sehen sie also aus. Aetius and Meteos are worshipped all over Tendor in various ways. Some say that they are Pokémon, some that they are spirits without form. There are accounts of them taking on avatars and granting powers and visions. Aber niemand weiß es also ganz genau. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal das Bild zum Abschluss dieses Parts an. This scroll depicts an unknown legendary Pokémon, some sort of bird.
Es sieht interessant aus. Kommt mir aber andererseits auch nicht wirklich bekannt vor. Aber liebe Freunde, ich wollte sagen, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir den nächsten Schnitt. Wir schauen uns beim nächsten Mal hier noch weiter im Tsukinami Village ein bisschen um. Den Rest des Museums schauen wir uns an und wir werden natürlich dann auch noch dem Kampf-Dojo, dem Ninja-Dojo, einen Besuch abstatten. Und vielleicht geht's dann beim nächsten Mal schon in die Arena. Wir werden sehen beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Uranium, der Nuzlocke-Challenge. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.